Meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS 22 auf der nordfriesischen Marsch. Vielfach ein wunderschönen Morgen. So, Mittwochmorgen. Wir gehen heute. Ich weiß nicht, vielleicht spulen wir heute schon. Ich weiß noch nicht, müssen wir mal gucken. Muss ich mal gucken. Schlicho, danke dir für den Reset im sechsten Monat. Hallo Werner, danke, dass ich jetzt LS-süchtig bin. Aber von Werner lernen heißt siegen lernen. Schönen Abend noch zusammen. Schlicho. Was machst du denn für Dinger? Dankeschön. Vielen Dank für deinen Resub im sechsten Monat, mein Freund. Reparatur? Ah, der fährt noch bis nach Timbuktu. Das ist kein Problem. So, den bringen wir jetzt erstmal zurück aufs Feld. Da haben wir abgeladen. Es ging nur wegen dem Tanken, ne? Warte mal, da können wir es aber gleich richtig machen. Da können wir den Drescher einblenden. So, los geht die wilde Fahrt. Dann ist das gleich richtig gemacht. Der ist nämlich schon wieder voll, der gute Roder. Hier wird auch fleißig gesät. Alles tipptopp. Okay. So, jetzt kümmern wir uns um die Tiere, ne? Weil ich möchte wirklich, dass die Tiere versorgt sind, wenn gespult wird. Und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie schnell das Ganze geht. Aber ich würde mal sagen, wie viel Futter brauchen wir, realistisch gesehen? Wir haben jetzt 138.000 Liter drin. Ich würde sagen, wir füllen mal bis zur Hälfte auf. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Keine Ahnung. Wir füllen einfach mal bis zur Hälfte auf und dann schauen wir mal, ne? Der liebe Staatsfeind TV, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, Ralf. Einen wunderschönen. So, das füllen wir hier mal auf, das gute Ding. Und dann schauen wir mal. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, dass wir über kurz oder lang ein Stromproblem bekommen werden. Ich glaube, dass wir mittlerweile zu viel Produktionen für zu wenig Stromquellen haben. Und das könnte ein Problem werden. Es ist noch kein Problem. Ich will auch kein Problem beschwören. Versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, dass es eins werden könnte. Müssen wir im Auge behalten. So, voll bis 60 und den Rest mit Silage auffüllen. Zack. Also wie gesagt, wir merken uns nochmal ganz fix 600, wie viel? 600, also mit 660.000 sind wir safe. Ne? Mit 660.000 sind wir safe, meine Damen und Herren. Das heißt, uns fehlt noch fast die Hälfte. Ne? Also 300 brauchen wir auf alle Fälle. Christian, einen wunderschönen guten Abend. Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Aber schauen wir mal. Und was auch ein Punkt ist, was mir in die Kommentare geschrieben wurde, ihr müsst mal hier auf die Reproduktionsrate gucken, meine Damen und Herren. Ne? Seht ihr das? 70%. Bald schallert es Rinder vom Himmel. Ich sag's euch, wie es ist. Da kommen bald 400 Stück neu dazu. Das ist... Da glaube ich, kann ich mir das sparen. Das Kaufen sparen. Weil die werden einfach nachgeschossen. Ja, ich überlege tatsächlich auch gerade, ob wir den Big M nochmal anschmeißen für eine kleine Silage-Mission. Weil es wäre alles schon bereit, weißt du? Ich habe jetzt alles frei. Wir brauchen eh mindestens noch ein, zwei Folgen, bis wir vorspulen können. Können wir nochmal eine schnelle Silage-Mission machen, eventuell. Ich hätte ja auch irgendwie Bock, die Göwel einzubauen, ne? Also meine liebe umgebaute Presse in allen Ehren, ich hätte irgendwie Bock, die Göwel einzubauen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Was ich mir überlegt hätte, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ich habe mir nämlich überlegt, was wäre denn, wenn ich mir so ein großes Göwel-Schiff einfach an die Verkaufsstelle stelle, und dann mit Ladewagen das ganze Zeug einfach runterfahrt, direkt in die Göwal rein und direkt von der Göwal dann in den Verkaufsdingens rein, weißt du? Das sieht die Balden gar nicht... Ah, wobei, mit Balden kann ich halt viel transportieren an Volumen, gell? Das ist die andere Geschichte wieder. Ich hätte irgendwie Bock auch, weißt du, mit ein, zwei Ladewegen und das dann schön mit CP in die Dingens reinfahren, wäre schon geil. Wäre irgendwie cool. Das geht nicht. Das hast du schon mal probiert mit Ladewagenfunktionen. Das geht nicht? Warum geht das nicht? Ah, yo, mit dem Ladewagen hast du keinen Zugang. Oh, das ist natürlich schlecht. Habt ihr recht? Oh, das habe ich nicht bedacht, siehst du? Stimmt, da habt ihr recht. Das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Schade.
Sehr, sehr schade. Weil das wäre halt cool gewesen, ne? Stellst du die Göwal auf, bipap, fertig. Alter Mann, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich. Ich glaube, die Marsch ist zu groß für die Göwal. Boah, ich hätte da schon Ideen, so ist nicht, ne? Ich habe da so, ich habe eine Idee und eine Frage. Frage an euch. Es sind 500 Leute da. Irgendwer weiß das bestimmt. Gibt es ein Verteilförderband? Jetzt denken sich viele gerade, was? Gibt es ein Förderband, wo ich, oder gibt es etwas, wo ich was reinwerfe und das wird dann auf 3, 4, 5 Stellen verteilt? Gibt es sowas im LS? Ihr wisst, wohin die Reise geht, ne? Brauche ich euch nicht erzählen. Ich habe mir da schon so viele Gedanken drüber gemacht, wie man es machen könnte. Gibt es nicht? Splitter. Ne, die Idee wäre, wir haben einen großen Bunker, wo was drin ist. Und das wird dann mittels Förderbänder auf 3, 4 verschiedene Sachen, ne, verteilt. Idee wäre natürlich, man hat einen zentralen Ableitepunkt für Gras, für Häckselgut, schlag mich tot für irgendwas. Und stellt dann in jede Ecke einfach eine Göwal hin. Und dann gib ihm Kasala, weißt du? Ding nach einem Job für Schweizer. Würde ich dem Schweizer zutrauen, aber ich weiß nicht, ob er zuverlässig ist, weißt du? Musst du 3 Förderbänder machen. Ja, die Frage ist, ob's bei den Förderbändern dann regelmäßig verteilt wird. Also gleichmäßig verteilt wird. Weißt du, was ich meine? Das ist die Frage. Ich meine, ein Förderband machen, verstehe ich. Da brauche ich aber, ne? Das müsste, wenn, dann schon gut verteilt werden, das Ganze. Halt, stopp, halt. Das war viel zu viel. Na gut, vielleicht geht's. Dann machen wir die 70, dann machen wir noch ein bisschen. Wie weißt, ob das eine gute Mischung wird, weiß ich jetzt nicht, du. Der Göwalflex 2023. Oh, das ist keine gute Mischration geworden. Da habe ich verkackt. Da ist zu viel Stroh drin. Ja, irgendwie muss mir. Da muss was. Also ich möchte auf alle Fälle was. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Aber irgendwie muss ich da noch was. Da muss ich was erfinden. Das kann so nicht. Also das muss irgendwie anders gehen. Ihr wisst aber, wohin die Reise geht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hast du mir schon abgeschossen nach der Folge? Ja, ja, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Weil habe ich ja gewusst, dass das gemacht werden muss, deswegen habe ich das letztes Mal noch gemacht. Jetzt haben wir Mischration. Alterana, einen wunderschönen guten Abend. 21 Monate im T3. Vielen, vielen herzlichen Dank, mein Freund. Dankeschön. Namen, mein Lieber, immer wieder eine Freude, dir zuzuschauen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Alterana. Danke dir. Hallo, du kannst ja mit einem Förderband einen Haufen machen und von dem Haufen 3 Förderbänder verteilen. Kann ich, stimmt. Gib ihm's an Sandra. Du hast recht. Du hast recht. Weil der Haufen, wenn du den Haufen hast und du stellst 3 oder 5 Förderbänder da irgendwo hin. Schweizer, geh wieder schlafen, alles gut. Du hast mal Resub nicht vorgelesen. Ja, das stimmt. Du hast recht, Manuel, aber bedenke bitte eines. Du solltest hier resubben, weil du mich unterstützen willst und nicht, weil du vorgelesen werden wollen würdest, ne? Aber Manuel, ich danke dir trotzdem für 13 Monate, mein Freund. Jubiläum, sagt er. Vielen, vielen Dank, danke dir. Ja, ich muss mir da noch was überlegen. Aber ich sehe dann, ja, 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 doch, doch. So könnte es werden, weißt du? Die Frage ist halt nur, ob das Sinn macht, ne? Ich meine, theoretisch würde es, ist mir auch, ja, da muss ein Förderband aber schneller fördern als die anderen. Das kann man ja einstellen. Also, was heißt, das kann man einstellen? Das kann man ja einrichten. Ey, Werner. Oh, jetzt weiß ich genau, das Blödsinn kommt vom Schweizer. Ja, Schweizer. Ja, was kann ich für Sie tun? Schweizer, ich habe gehört, bei Ihnen ist eine Bank irgendwie abgerutscht. Was ist da passiert? Ich hatte immer größte Hoffnungen in das Schweizer Finanzsystem und jetzt höre ich heute, dass die Bank abgestürzt ist. Das hat mein Weltbild zerstört heute. Nix, sagt er. Nix. Weiß nicht, ob du diese Frage gelesen hast, aber ich glaube, dir fehlt ein Traktor. Welcher soll mir denn fehlen, Leubelwolf?
können gleich mal eine Runde gucken. Glaube es aber nicht tatsächlich. So, Moderatoren, ihr könnt mal ein, zwei Göbel-Dinger auflösen. Der Waltra. Da ist der Waltra. Der Waltra ist da. Der Johnny ist da. Der kleine Fendt ist da. Och, och, och. Also. Stornokasse 17. Oh nee. Oh. Ist wie beim Staatsfeind, alles okay. Machen wir da aus. So, kommuniziert ihr zusammen? Habt ihr CP-Funk an? Ja, habt ihr an. Sehr schön. Da Walter, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Schau noch Kasse 1, bitte. Aber Kasse 1 ist langweilig. Aber wie viele Kassen hast du denn? Ja, zu viele. Zu viele. Für zu wenig Stornos. Wie viel Futter haben wir denn jetzt produziert? Das sind mal die wichtigen Dinge. Ah, wir kommen näher. Wir kommen näher. Ich gucke mir jetzt nochmal eine Mission aus. Was haben wir denn da oben für Felder? Jetzt muss. Guck mal, da oben haben wir ja ein paar Felder, oder? Na, wir gucken mal. Cool wäre halt Silage, ne? Was haben wir denn hier noch? Guck mal hier. Was ist das hier? Ah, Wender. Hm, weiß ich nicht. Silageballen. 75. Oh, Düngen. Uiuiui. Wir müssten doch noch nicht schlafen gehen, ey. Wir fahren auf die 75. Wo ist denn die 75? Attacke, Abfahrt. 75. Los geht's. Irgendwo wieder noch ein Traktor. Da hinten steht er. Guck mal. Genau. Schnibbel, einen wunderschönen guten Abend. Meine Damen und Herren, Köbel DLC gewinnen. Wer im Livestream-Chat ist, bitte jetzt nicht auf den YouTube-Dinger rumklippern. Ihr könntet eine Köbel-Keep gewinnen. Außer euch ein Ticket in den Chat. Außer euch ein Ticket 1, wie ihr wollt. Könnt ihr gewinnen. Kostet euch nichts. Außer meiner Stimme zuzuhören. An Englisch reichen. Ja. Den Namen, den ich sowieso nie aussprechen kann. Dankeschön für 25 Monate mit Prime. Vielen, vielen Dank. Jetzt auch für Konsole? Nein. So, wo sind wir verblieben? Wo ist denn mein LKW? Den habe ich doch auch irgendwo. Da. Der fährt jetzt auch gleich zu 75. Schicken wir gleich alles hin, was wir haben. Oh, wir können auch. Ui. 75 ist Heu. Machen wir nicht schwach, Alter. Silageballen. Das sieht doch. War nochmal knapp. 75. Auf geht's. Irgendwann wirst du es lernen. Ich glaube nicht daran. Aber ich finde schön, dass wir es immer wieder versuchen. Niedersachsen, wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Du bist eh schon wieder fast. Ja, das läuft, das läuft. So, hier ist. Ich habe doch gerade eine Mission gesehen. Hier, guck mal hier. 53. Da fahren wir hin. Dann haben wir gehört, man sieht sich auf der Farmcon bei Deutz. Ich bin da, meine Damen und Herren. Deutz, Lauingen, ich bin da. Kommt gerne rum, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr noch ein Ticket ergattert habt. Dann kommt gerne mit dabei. Alter, hat das weggerummelt. Bist du des Wahnsinns? Mein Arbeitseinsatz ist ja gut. Hallo. Sag mal. Du willst aber auch. Hast du einen Kaffee? Oder was ist denn mit dir los? Das ist ja pure Gewalt im Spiel hier. Das könnte der Schweizer sein, der gerade im LKW sitzt. So stelle ich mir Schweizer vor. Ich bin jetzt gespannt, ob sie es lösen können. Der Fendt fährt immer so einen Millimeter oder zwei. Mit Augenzeuge, wo sind die? Oh, warte, warte, es tut sich was. Warte, warte. Oh, der Fendt hat sich durchgesetzt. Stinkefinger war im Spiel, ich habe ihn gesehen. Und der LKW hat keinen Bock mehr. Storno, er fährt nach Hause. Wohin will denn der jetzt? Was machst du denn? Wohin willst du? Hallo? Wohin willst du denn? Er hat einen anderen Weg genommen. Er hat eine andere Strecke gefunden. Ausweichstrecke, haben sie gesagt. Gut. Gut. Irgendwie wird es klappen, ne? Fanatics, danke dir für 17 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, den hier räumen wir mal auf, ne? Den hier räumen wir mal auf. Der hat auch seine Dienste gemacht. Stornokasse 738.937. So ungefähr. Wann ist die FarmCon? Wo bekomme ich Tickets? Auf der Farming Simulator Seite, meine Damen und Herren. Da ist eine Ankündigung. Letzte Chance auf das Göbel DLC. Tipp, Ausrufezeichen Ticket, um teilzunehmen. Jetzt haben wir nochmal rein, ne?
Die Moderatoren wollen ins Bett. Du musst Diesel für Holzfäller kaufen. Ah, das könnte, da könntest du recht haben. Ist noch alles... Ja. Du könntest aber recht haben, tatsächlich. Ah, 12.000 Liter. 10.000 Liter. 16.000 Liter. Es wird noch für einen Rutsch reichen, aber am nächsten Tag müssen wir das auf alle Fälle machen. Safe. Das wird dann nichts. ...735 Subs, die sind verrückt, ey. Ihr seid einfach verrückt. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Die hat sind fast in Deutsch umgeworfen jetzt, oder was? Genau, einmal schreiben reicht, meine Damen und Herren. Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Wäre vielleicht das nächste Investition Dieselfabrik sinnvoll? Es wäre alles sinnvoll, nur ist das schon an meiner... an meiner Investitionsliste an Platz 7, weißt du? Das dauert immer so ein bisschen. So. Ich überlege jetzt gerade, ob wir noch einen zweiten LKW hochschicken zur 75, wo es dann losgeht mit dem, ne? Geht's eigentlich schon los? Ach, die sind alle noch unterwegs. Wo ist denn die 75? Die ist hier. Nö. Doch, die ist hier. Haben wir die 74 auch noch? Ich frage für ein Schulprojekt. Hi, hätten wir auch noch. Mein Gott. Tierbedarfshandel und die ist auch Tierbedarfshandel. Hi, da kann ich ja nicht widerstehen, ne? Kann ich ja nicht widerstehen, meine Damen und Herren. Wenn die eh schon unterwegs sind, die zwei. Das ist nicht Heu. Das ist beides Silage. Was habt ihr denn mit eurem Heu heute? Beides Silage. Ich überlege gerade was. Guckt. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt noch... Alter, wir machen gar nichts mehr. Die Folge ist vorbei. Meine Damen und Herren... 17 Minuten. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns gerne morgen wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht es gut. Bis Kowski. Bye, bye.